Okay, noch zwei weiter. Mein Gott, ey. Das ist doch wieder so ein erbärmlicher Raum, ganz ehrlich. Ich finde die richtige Art und Weise, durch diesen Raum zu finden, gar nicht. Ja, was war das denn schon wieder? Ich hab Hunger, irgendwie. Oh ja, Good job, Plattform. I love Plattformer because sie schubst mich weg. This was not easy. Natürlich kommt mir da mega Kartoffeln nochmal entgegengeflogen. Warum auch nicht? Ist ja schließlich so seine Ebene. So. Das hatten wir ja vorher schon mal klargestellt. Dass das Kartoffels Ebene ist, ja. Und wo Kartoffel seine Ebene hat, da will Kartoffel auch nicht gestört werden. Ja, und wo ich den Block verfehle, da... Verfehle. Diese Plattformen sind super. Habe ich schon mal gesagt, dass diese Plattformen mega verbuggt sind? Also so im Generellen. So immer und so. Und ich habe das Geräusch da schon gehört. Komm, wo bleibt da? Ah, da wäre schön. Ist doch scheiße jetzt. Der hat doch einfach mal alles mitgenommen. Ja, das sieht man. Dankeschön. Sieht halt scheiße aus. Es war ja so klar, dass da noch irgendein hässlicher Spike fliegt. Ja, ist gut jetzt. Ich hätte gerne den ganzen Doppelsprung, nicht nur einen halben. Hä, halber Doppelsprung? Oder sowas. Oder sowas. Ja, komm. Mach mir den Kill-Counter, Spike. Mach mir den Kill-Counter. So viele Spikes, wie hier in der Reihe sind, so oft musst du sterben, ey. Oh, jetzt kommt die Mega-Kartoffel schon wieder. Das macht doch keinen Sinn. Das hätte man besser machen können. Ja, genau. Kannst du mir nochmal gerade erklären, warum der Sprung jetzt nicht hingekommen ist, irgendwie? Boah. Ich muss hier immer auf diese Riesenkartoffel warten. Ich bin mal gespannt, was es noch mit den roten Feldern hier auf sich hat. Muss ich denn nochmal zurück? Ja, ich glaube schon. Boah, ey. Kann man sich immer ein bisschen ausruhen, denn Megakartoffel hat Zeit. Dass der. Ja, Mann, zu früh. Leck mich doch. Langweilig. Ich mag diese Riesenkartoffel irgendwie nicht. Hab ich gerade so entschieden. Ja, das war ja so klar. Ja, jetzt hat mir hier die Riesenkartoffel natürlich Platz gemacht. Dass das nicht so gewollt ist, das. What the fuck? Ich hasse diese Riesenkartoffel. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Riesenkartoffel hasse? Oh, nee, ey. Herrlich. So, jetzt kann ich euch mal zeigen, wie man solche Bugs beheben kann. Man geht. Moment. Blop. Man geht in den Ordner rein. Man geht auf. Den seinen Save, macht Edit With. So. Dann macht man das wieder zu. Guckt man sich an. X-Achse, Y-Achse. In dem Fall stecken wir in der X-Achse fest. Und da wir nach vorne wollen, machen wir mal so. Speichern den ganzen Rotz. Machen R. Und hängen in der anderen Wand fest. Sehr gut. Boah, ich kann. Das ist doch. Echt. So, das müsste doch. Moment, dann bin ich noch weiter in der Wand, stimmt's? Ich bin klug. So, das müsste jetzt aber hinhauen. Dankeschön, liebes Spiel! Hast mich ja wieder nur 10.000 Bucks gekostet, so. Was ist das? Ein Spike, der in der Wand... Oh, kann ich oben drüber? Kann ich auch. Pff, alles scheiße, ja. Was ist das hier für ein Block? Man weiß es nicht. Ich falle nicht in den Tod. Okay.
Und da kann man wieder an der Seite raus. Man sollte nicht an der Seite raus können, habe ich das schon mal gesagt? Ja, was ist das denn? Skatezeug ist das hier, ja. Also. Man weiß nie, ob dann da noch ein Secret sein soll oder was das ist, aber. Ach du Scheiße. Also erstmal, dass diese Blöcke überhaupt nicht hier in dieses Teilset reinpassen, das wollte ich. Ne, aber ansonsten geht's uns gut. Jawohl. Aber da muss ich mich dann einfach nur noch fallen lassen. Klingt wie ein Plan. Wird umgesetzt. Habe ich gerade so beschlossen. Mhm. Okay, irgendwie. Bin ich gerade ein bisschen von meinem Plan abgewichen. So wie das mal davor. Ja, dann safe halt nicht. Weil du wieder sonst irgendwo geschossen hast. Ich. Mich würde mal interessieren, beziehungsweise ich kann ja selber darauf achten eigentlich. Es gab gerade wieder dieses Bing-Geräusch von diesem, von meinem tollen, hey, wir haben Mitternacht, Uhr. Ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt noch hab. Sollte mal. Ich wollte mal, irgendwann wollte ich mal für irgendwas die Zeit stoppen. Und dann habe ich das Ding halt benutzt, weil das auch einen Stopper hat, aber. Irgendwie unnütz. Safe halt nicht! Mann, ey! Das könnte ja schon so durch sein, ne, das Thema hier. Aber nein! Klein Mister von und zu will nicht safen. Ja, das ist wieder lustig. So. Also, wir haben einen Plan. Ich spring da durch, ich spring da durch, fall dann da durch. Und geh sterben. Oh ja, schön. Dich ist aber mal ein schöner Plan. Dann springen wir den drüber. Nein, dann klappt das da nicht. Ah, das ist doch. Da muss es doch irgendeinen Weg für geben, wie man den Müll hier austricksen kann. Ja, so anscheinend nicht. Weil der eine schneller ist als die anderen. Nee. Ach ja, Mann. Fall halt schneller, Kid. Oh ja, danke schön. Ah ja, der erste hier ist echt. Ich dachte, beide wären unecht, aber gut. Hallo du. Hallo du, Spike, du. Du böser Wicht, du. Alter, jetzt kann ich hier doch nochmal saven. Und hier. Und da oben dann auch. Hey. Nicht schon wieder. Soll das denn jetzt schon wieder? Heißt es jetzt hier wieder, die finde die roten. Finde die. Okay. Finde die Blöcke. Weil diesmal kann es kein Safe Jump sein. Mal wenigstens was. Also ich meine, da ist ein Block. Was will ich denn da oben mit einem Block, bitteschön? Gut. Da ist noch ein Block. Hier kann ich gehen. Ich gehe. Sehr gut. Warum ich auch immer da gerade gehen kann. Was ist das für ein Sprung? Ja. Gut Level Design und so, ne? Warum vergleiche ich das immer mit Boshi? Mann, lass es doch. Das ist nicht Boshi. Ach, was ist das denn für Sprünge? Ah, don't diss me, please. Okay. Safe auf der Hälfte. Sehr gut. Weil ich nämlich hier. Ja. Weil ich da nämlich auf der Hälfte auch wieder verreckt wäre. So wie das mal und das mal und. Dim und Spike kommt. Ja, gut. Die ganze. Ja, wo stehe ich denn dann bitte sicher? Gar nicht, oder was? Ich sehe, wo ich lang. Okay, ich sehe, ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, wo ich lang muss dann. Aber die Umsetzung ist schön, weil das Ding so schön schnell fliegt. Ich mag schnelle Sachen. Mit dir auch schnelle Sachen.
Ich kann schnell Sachen gut leiden oder auch nicht. Ach komm, puh. Ja. Muss ich dann permanent nach links drücken oder wie sieht das aus? Ja, und dann, wenn ich einmal durch bin, sofort nach rechts. Okay, I've got it. I've got this. Denke ich mal. Ja, zu spät nach links gedrückt. Rechts gedrückt. Ja, das mit der Links-Rechts-Schwäche, das üben wir nochmal. Jetzt aber. Das können wir ja wieder irgendwo dran. Ich liebe solche Sprünge, ne? Und solche Spikes liebe ich auch. Schau mal, und wer kommt mir jetzt entgegen? Du kommst mir entgegen. Das ist so lächerlich, ne? Solche Traps sind einfach nur lächerlich. Da steht Exit. Ah, Moment. Das war dieses Exit für das. Hey, du hast ein Safe. Safe? Dingens Exit, ne? Jetzt wäre es nicht logisch gewesen, ne? Also wäre es nicht logisch gewesen. Und ich sagte, die anderen beiden, die oberen beiden fliegen auch noch. Irgendwann. Vielleicht. Manchmal. Wo ist denn hier der unsichtbare Block, bitte? Oder soll ich gar nicht da oben rankommen? Oder fliegt mir hier noch ein Spike entgegen? Ja. Gut, dann halt, nicht. Diese Exit-Door, die irritieren mich immer, also... Oh, jawohl! Bringt den Bildschirm halt ein bisschen zum Blinken. Das ist schön. Ganz viele Boschis. Nein, nicht Boschi vergleichen. Nein, tu das nicht. Dün, 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 dün. Ganz viele blinkende Warnsignale. Ich frag mich, wann das erste auf mich zufliegen wird. Warnsignale sind ja auch nichts anderes als bei... Ja, lustig. Hätte ich das wieder ahnen sollen, oder was, ne? Das finde ich echt ein bisschen... So ab und zu ist es schon ein bisschen... Baba Fui Fui ist dabei. Sachen, die man nicht macht. Zum Beispiel von Screen zu Screen jumpen oder so Geschichten. Oder so Blind Jumps hier. Blind Jumps L. Nach Parcelon. Oder wie? Wie sagt man das nochmal? Nach... Nicht nach Parcelon. Ja, jetzt ist gut oder was? Nicht nach Parcelon. Doch nach Parcelon. Nein, Französisch stinkt. Safe, nur wow. Oh, safe. Das ist so. Oh nein! Dieses Spiel stinkt schon so! Da muss man nicht noch ein Dingens draus machen! Oh, the world hardest game. GG, ey. Das habe ich natürlich jetzt ja, und diese Sprünge sind. Die sehen nach Spaß aus. Das Spiel habe ich natürlich jetzt unbedingt noch gebraucht. Ah, Hilfe! Ich bin arm, holt mich hier raus. Was? Nee. Also das braucht's jetzt echt nicht. Ja, genau. Safe Spot? Oh ja, gibt's nicht, sehr schön. Er ist wieder da oben, irgendwo. Oh nein. Das Spiel zackt doch so schon. Also ich habe es nicht. Ja doch, ich habe es schon. Es braucht halt nur halbe Ewigkeiten. Wer es nicht kennt, ist ein Flash-Game. Einfach mal googeln. The World's Hardest Game oder so. Ich meine, so wird das heißen. Das war irgendwie dumm. Oh, nee, ey. Gespielt habe ich es auch schon. Toll fand ich es auch nicht. Mhm. Ja, was soll ich denn da bitte für ein Timing an den Tag legen? Oder ich mache mal wieder ein leichtes Beat-up des Ganzen. Ja, genau. Kleine Blaukütchen töten uns. What the f- Ja, what the f- Ey, was soll ich denn da für ein Timing mit den anderen Tag legen? So, das ist mal wieder kein einziger Safe-Spot in dem, Safe-Point in dem ganzen beschissenen Raum ist. Das macht auch wieder Laune.
So. Hier kann ich mal eine Sekunde verschnaufen. Dankeschön. Ja, mach den Sprung doch mal erfolgreich. Ah ja, leck mich doch, ey, ganz ehrlich. Das ist also. Okay. The world hardest game. I bet you. I bet you? I beat you. Ich hab dich nicht umgeschlagen, aber kommt noch. Okay, bis hier ist jetzt irgendwie nicht so schwer, aber. Der Sprung hier, da fliegt so viel Zeug in der Gegend herum. Ah ja, geht doch. Ja, natürlich. Natürlich gab es davon nicht nur einen Screen. Ey, die Plattformen, die haben sie aber eingebaut. Das finde ich nicht schön. Wir fallen einmal durch die Masse. Nee. Warum muss ich wieder warten, ey? Ja. Nein, ich muss nicht warten. Ist hier ein Safe Spot? Ja, hier ist ein Safe Spot. Ist ja so lächerlich, ne? Ja, ne? Sag mir mal, wo da bitte schön das richtige Teil. Oh, safe. Safe. I love you. Was? Ja, eine Seite lang. Gedisst. Ja, genau. Okay, ich kann ja an der Seite entlang fallen. Das ist ein sehr guter Trick. Münzen töten uns, das haben wir schon immer gelernt.